Nach traumatischen Erlebnissen ist es hilfreich, die rechte und die linke Körperhälfte wieder zusammenzubringen, um auch die rechte und linke Gehirnhälfte zu aktivieren und die Feinmotorik wieder zu schulen. Dafür möchte ich drei Übungen zeigen, einfache Handarbeitstechniken, die mit wenig Material gemacht werden können. Zunächst das Kordeldrehen. Wir nehmen zwei gleich lange Bänder. Die können die gleiche Farbe sein oder eine andere Farbe haben. Und verknoten sie am Ende. Man kann eine Seite sich jetzt auch zum Beispiel an einer Türklinke fixieren oder es zu zweit machen. Jetzt drehst du in diese Richtung und ich in diese. Das machen wir so lange, bis man merkt, dass es sich jetzt kringelt. Jetzt ist es schon soweit. Ich fixiere die Mitte und lege es übereinander. Und schon haben wir eine schöne Kordel. Kleine Kinder schmücken sich damit schon gerne. Oder man kann es für eine andere Handarbeitsarbeit benutzen. Zum Beispiel, wenn wir ein Täschchen machen, könnte das ein kleiner Träger werden. Das sind die Kordeln. Als nächstes möchte ich das Fingerhäkeln zeigen. Ungefähr ab dem Alter von 6-7 Jahren können Kinder das erlernen. Man beginnt mit einer sogenannten Luftmasche, die man klein und groß ziehen kann. Also ich lege das doppelt wie bei einem Knoten, ziehe aber nicht das ganze Ende durch, lege doppelt und ziehe nur eine Schlaufe durch. Für Kinder ist es immer schön, bildhaft eine Technik zu erklären. Das werde ich jetzt in dem Fall auch tun. Also Sie sehen hier ein Loch und hinter dem Loch liegt ein Wurm. Und hier ist ein kleiner Vogel, der möchte den Wurm fangen. Der geht mit dem Schnabel durchs Loch, hält den Wurm fest und zieht ihn raus. Schon haben wir eine neue Schlaufe. Und das Spiel geht von vorne los. Der Vogel geht durchs Loch, hält den Wurm und zieht ihn durch. Und nochmal. Ich halte den Wurm. Dann wird mit der Zeit oft die Schlaufe immer größer, dann zieht man sie wieder kleiner. Und das ist die Technik, mit der ich die Häkelbänder machen kann. Wenn ich schon geübter bin, kann ich ähnlich beim Stricken den Faden halten und dann mit der einen Hand gleich wieder die Schlaufe klein ziehen. Die schwierigste der drei Übungen ist das sogenannte Fingerstricken. Von daher erst für etwas ältere Kinder ab 8 Jahren geeignet. Man sieht hier so ein Strickband. Das sieht ein bisschen aus wie eine große Strickliesel. Man kann das mit normaler Faden machen. Aber für mich hat sich jetzt am besten bewährt, dieses Bändchengarn. Das ist jetzt selber hergestellt aus einem alten T-Shirt, weil das erstens dick ist und zweitens etwas elastisch. Als Ergebnis kann man, weil es auch so schwer ist und dicker, auch schöne Springseile machen. Wir haben auch einmal in einer Gruppenarbeit, hat jeder ein Stück gestrickt und wir haben es dann zu einem sehr langen Seil zusammengefügt und damit draußen viele schöne Spiele gespielt. Oder man kann diese Bänder dann zum Beispiel so zusammen nähen in einer Spirale und könnte sich ein Sitzkissen draus machen. Man kann es auch so übereinander legen und nähen und könnte sich sogar ein kleines Körbchen machen. Also mit dem Rohmaterial kann man dann weiter kreativ werden. Nun zeige ich, wie es geht. Wir beginnen wieder mit einer Luftmasche. Die wird über den Zeigefinger der linken Hand
gezogen. Und die anderen drei Finger brauchen auch eine Masche, die wird aber einfach nur in einer Schlaufe drumherum gelegt. Jetzt wird der lange Faden einmal hinten über den oberhalb über die Finger gelegt, also oberhalb dieser Schlaufen oder Maschen, das ist ganz wichtig. Und der Daumen, der hält das Ganze fest. Jetzt fange ich an, wie bei der Strickliesel, die untere Masche über dieses Band zu ziehen. Eins nach dem anderen übers Band und dann über die Fingerkuppe. So. Jetzt hat wieder jeder Finger eine Masche. Die ziehe ich nach unten und gehe wieder mit meinem Faden erst vorne und dann hinten einmal im Kreis. Der Daumen hält es fest und ich ziehe die Maschen wieder über das Band. Hier werden die Finger, erlebe ich immer so richtig wach. Man braucht viel Fingerspitzengefühl dafür. Dann kann ich hier an dem Ende ziehen und dann entsteht schon ein bisschen dieses runde Seil. Da kommt am Ende, sieht es jetzt noch nicht so gut, eben so ein rundes Band raus. Eine Variation ist, dass ich jetzt nicht, wie wir es hatten, erst vorne und dann hinten rumgehe, sondern hier, wo ich ende, wieder zurückzugehen. Vom Zeigefinger zum kleinen Finger und dann die Maschen rüberzuziehen. So, und zurück gehe ich jetzt wieder nur hinten rum. Fang vom kleinen Finger an. Dadurch entsteht jetzt hier ein flaches Band, wenn ich das länger mache. Wird eher so ein Schal als eine runde Kordel. Das kann man als Variation nehmen, wenn ich mir einen Schal machen möchte. Wenn ich das Gestrick jetzt beenden will, dann schneide ich den Faden ab und fädel diese Maschen einer nach der anderen auf diesen Restfaden auf und ziehe das fest. So ist es schon haltbar und so kann die Schnur verwendet werden.